Frau Chang, Sie sind Germanistin und machen momentan einen Forschungsaufenthalt hier an der JTU. Wozu forschen Sie denn? Also ich habe bisher als Germanistin gearbeitet, das ist richtig. Aber in der letzten Zeit, also während meiner Promotion, habe ich nicht in den klassischen Bereichen der Literaturwissenschaften gearbeitet, sondern im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Und dabei geht es natürlich auch um interkulturelle Kommunikation. Und dort hat mich ein ganz universeller Bereich interessiert, nämlich die Stereotypen- und Einstellungsforschung. Und in meiner Promotionsarbeit geht es um die Untersuchung der Stereotype und Einstellungen chinesischer Deutschstudierender gegenüber dem Deutschen. Und das ist ein sehr spannendes Thema, denn es hat sich in meiner Studie und auch in vielen anderen Studien davor gezeigt, dass beim Sprachenlernen die Stereotype der Lernenden zu dem Zielsprachenland immer dabei sind. Und diese Bilder über ein so großes Gebilde wie ein ganzes Land sind naturgemäß unvollständig. Sie sind also immer Stereotyp verkürzt. Und diese Stereotype sind oft auch mit Emotionen aufgeladen und man spricht von Einstellungen. Stereotype und Einstellungen, die sind beim Fremdsprachenlernen immer dabei und das gilt für alle, auch für Lernanfänger und nicht nur für Chinesische. Es betrifft alle Menschen und das finde ich daran so spannend. Einstellung und auch Stereotyp, diese Begriffe existieren in der Sozialpsychologie schon seit den 1920er und 30er Jahren. Es geht immer um das Denken, Fühlen und Handeln oder Handelwollen des Menschen. Das ist ein zentrales Forschungsthema in der Sozialpsychologie seit fast 100 Jahren. Und daran sieht man einerseits die große Bedeutung der Einstellung, aber andererseits auch die Schwierigkeit, sie zu begreifen. Mir gelingt das am besten, wenn ich auf der Basis geeigneter theoretischer Grundlagen Einstellung auch ganz praktisch beobachten und messen kann. Deshalb habe ich mich in meiner Promotionsarbeit auf die Einstellungsstereotype der chinesischen Deutschstudierenden fokussiert. Denn diesen Probanden stehe ich als Chinesin nah und verstehe sie gut. Und für das Beobachten und Messen, also für den empirischen Ansatz, habe ich dann Modelle aus der Sozialpsychologie adaptiert und neu kombiniert, um damit ganz praktisch messen und rechnen und Statistiken bilden zu können. Und soweit in aller Kürze zu meiner bisherigen Forschung, die jetzt aber auch den Hintergrund und den Ausgangspunkt für ein neues Projekt bildet. Worum geht es dabei? Wir Chinesen kennen eigentlich sehr positive Bilder über Deutschland. Und so wurde das Bild vom ordentlichen, pünktlichen, disziplinierten, fleißigen Soldaten bzw. Arbeiter von China schon seit über 100 Jahren durchgehend gepflegt. Heute geht das Bild von den Deutschen über die preußischen Tugenden hinaus und ist natürlich vielschichtig geworden. Und Quellen für die Einstellungsbildung in China sind heute nicht mehr nur die offiziellen Meinungen, sondern auch die eigenen Erfahrungen, zum Beispiel mit deutschen Produkten. Und eine wichtige Quelle für Deutschlerner ist das ganz besonders der deutsche muttersprachliche Lehrer, den es an vielen großen Universitäten in China gibt. Und um diesen Lehrer geht es in meiner aktuellen Forschung. Es gilt herauszufinden, ob der deutsche Lehrer sein Bild als Deutscher in den Köpfen seiner Studenten kennt, ob er weiß, dass diese Bilder auch gleichzeitig Erwartungen sind, denn die Studenten erwarten erstmal, dass ein Fremder sich stereotypkonform verhält. Und der deutsche Lehrer im Ausland wird dort, ob er will oder nicht, von seinen Studenten und von seinem Kollegium immer wieder in den Rahmen ihrer Stereotypenbilder gesetzt. Und durch seine
Lehrerfunktion wird er dann zu einer wichtigen Referenz in der Entwicklung ihrer Stereotypen und der Einstellungen. Und mit meiner Promotionsarbeit konnte ich zeigen, dass der deutsche Lehrer in China die Stereotypenbilder seiner Studenten beeinflussen und ändern kann. Aber nicht nur die Studenten denken Stereotyp, sondern der Lehrer selbst auch. Und auf einer nächsten Ebene entwickelt er auch Vorstellungen darüber, wie seine Studenten ihn sehen. Diese Perspektive nennt man das vermutete Heterostereotyp. Und mein Ziel ist es jetzt, einige Grundsätze herauszuarbeiten, damit man kreativ und konstruktiv mit diesen gegenseitigen vorgeprägten Vorstellungen umgehen kann. Und diese Grundlage kann später vielleicht genutzt werden, die interkulturelle Kompetenz bei den Lehrern und bei den Studenten weiter zu stärken. Was ist genau in Ihrer Arbeit im Moment Ihre Verbindung zu dem Fach Deutsch als Fremdsprache? Also, das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt als erstes eine persönliche Verbindung zu dem Fach Deutsch als Fremdsprache. Denn ich bin selbst Deutschlehrerin an der Fremdsprachenuniversität Sichuan, also dem SISU in China. Ich hatte dort 5 Jahre Deutsch unterrichtet, bevor ich nach Deutschland zur Promotion gekommen bin. Und ich habe dort auch Deutsch gelernt und Germanistik studiert. Und während meines Studiums war ich als Austauschstudentin für ein Jahr an der Uni Osnabrück. Und ich habe natürlich auch selbst erlebt, wie sich meine Vorstellung von Deutschland und den Deutschen im Laufe der Zeit verändert und entwickelt hat. Und dann gibt es auch natürlich eine fachliche Verbindung zwischen meinem Forschungsschwerpunkt und dem Fach Deutsch als Fremdsprache. Denn Einstellung und Kommunikation sind eng miteinander verbunden und sie stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander, im Alltag genauso wie im interkulturellen Kontext. Deshalb ist die Untersuchung der Einstellung, also der Bilder zu dem Zielsprachenland und auch zu den Menschen des Zielsprachenlandes und der damit verbundenen Gefühle relevant für die interkulturelle Kommunikation. Und das gilt auch für das Fremdsprachenlernen, denn das ist auch bereits eine interkulturelle Kommunikation, ein Austausch zwischen den Kulturen. Und dieser Austausch wird, wie gesagt, durch den deutschen Lehrer personifiziert. Und im Lehr- und Lernfach Deutsch als Fremdsprache verbindet sich der Prozess des Spracherwerbs mit der gefühlsgeprägten Einstellungsbildung eines jeden Studenten. Lehrerzentriert bedeutet dies nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch ein realistisches und auch interessantes Bild von dem Land und von den Leuten zu vermitteln. Aber was ist realistisch und was ist interessant? Und diese Frage kann am besten beantwortet werden, wenn wir die Perspektive wechseln und mehr lernerzentriert die Sicht der Studenten einbeziehen. Und dazu müssen die Lerner ihr Verständnis der eigenen Kultur als Basis reflektieren und demgegenüber ihre Fremdbilder vom Zielsprachenland artikulieren und dann in den Lernprozess einbringen. Und in dem Bereich forsche ich gerade und hier verbindet sich meine Forschung mit dem Fach Deutsch als Fremdsprache. Frau Chang, welche Bedeutung hat denn der Erwerb des Deutschen derzeit in China und in welchen Bereichen ist die deutsche Sprache vielleicht besonders relevant? Also mittlerweile ist Deutschland der wichtigste Handelspartner Chinas in Europa geworden. Und umgekehrt ist China auch das wichtigste wirtschaftliche Partnerland für Deutschland in Asien. Und dadurch finden zahlreiche Kooperationen und Austausch in verschiedenster Art zwischen den beiden Ländern statt.
Und für die Chinesen sind Fremdsprachenkenntnisse als Zusatzqualifikation für die berufliche Karriere schon immer sehr wichtig. Und die deutsche Sprache gewinnte in den letzten 20 Jahren immer mehr an Bedeutung. Und immer mehr chinesische Universitäten und Schulen bieten Deutsch als Fremdsprache an. Und Deutschland ist als wissenschaftlich und technisch hochentwickeltes Land für die chinesischen Studenten und Schüler natürlich schon immer sehr attraktiv. Und im Vergleich mit vielen anderen westlichen Ländern ist das Studium in Deutschland noch relativ kostengünstig und wird deswegen auch immer mehr bevorzugt. Und wie vorher schon gesagt, haben die Chinesen eigentlich ein sehr positives Deutschlandbild und in den beiden, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern entwickeln sich weiterhin auch sehr gut. Laut Motivationsstudien zum Lernen der deutschen Sprache in China spielen nicht nur bessere Berufschancen, Berufsaussichten eine wichtige Rolle, sondern auch das steigende persönliche Interesse der Chinesen an Deutschland. Und außer im wirtschaftlichen, technischen, wissenschaftlichen und kulturellen Bereichen ist die deutsche Sprache auch für das chinesische Rechtswesen relevant. Die Kodifikation des chinesischen Zivilrechts wurde seit dem Anfang des letzten Jahrhunderts sehr stark von dem deutschen BGB beeinflusst. Und deshalb für die chinesischen Jura-Studenten ist es schon sehr hilfreich, wenn sie ein bisschen Deutsch können. Und an den juristischen Fakultäten wird Deutsch als zweite Fremdsprache ebenfalls sehr oft angeboten. Und auch wenn China schon immer ein eigenes Gesellschaftsmodell hatte und dieses weiterentwickelt, sehen wir Deutschland in vielen Bereichen immer noch als Vorbild an. Und dabei sind wir wieder beim Ausgangspunkt, den Forschungen zu unseren Stereotypenbildern und Einstellungen, die wir mit uns herumtragen, die unsere Gesellschaft tradiert und uns mitgibt, oft schon bevor wir eine interkulturelle Kontaktsituation erleben. Und gerade das Fremdsprachenlernen kann unsere interkulturelle Kompetenz fördern. Und dabei entwickelt sich unsere bewussten oder unbewussten Einstellungen gegenüber dem Fremden und uns selbst. Und das ist ein sehr spannender Forschungsbereich, finde ich. Und ich bin sehr froh, dass ich hier an der JLU Gießen, vor allem im ZMI, mit vielen Kollegen in dem Fachbereich immer über solche Ideen diskutieren kann und immer wieder neue Anregungen bekommen kann. Frau Chang, wir möchten uns bei Ihnen bedanken für dieses tolle Interview. Herzlichen Dank, es war sehr spannend. Ja, ich bedanke mich sehr gerne.